ist furchtbar salzig. Ja. Boah, nahezu ungenießbar. Hallo, guten Morgen. Hallo. Wir sind nach einer langen Anreise sind wir hergekommen durch die Fußgängerzone. Ist das die Anfahrtszone durch die Fußgängerzone? Ja. Deswegen, mit dem Auto kann man nur so reinfahren. Parkplätze sind ganz schwierig. Okay. Dafür habt ihr eine schöne große Terrasse, haben andere nicht. Ne? Gut. Dann. Ich fühle es jetzt wirklich, ja. Okay. Super. Cool. Bis später, gell? Erster Eindruck: München Sparwing, edel Italiener. Ich starte mal. Antipasta à la Maria. Dann nehme ich das Piccata Milanese. Ich hätte gerne die Pappardelle à la Vanessa. Dann das Bistecca à la Reggiana. Da lese ich eine Butter-Parmesan-Kruste. Carpaccio. Insalata del Giorno. Ich würde mir total den Gnocchi wünschen. Dann sollte euer Koch noch drei verschiedene Desserts zaubern. Also, ich bin ein guter Koch. Von meiner Seite. Jetzt muss man sehen. Also, ich finde es lieblos angerichtet, ja? Also die Aubergine ist grenzwertig, aber ich mag die Aubergine auch sehr dunkel. Mach's sehr dunkel, weil da schmeckt sie halt. Super, probiert's mal. Das schaut echt gut aus. Ja. Also die Grundregeln der italienischen Küche beherrscht er. Wie lange ungefähr? Ich schätze mal um die 10 Minuten. Sento che tu non mi pensi più, nei tuoi occhi non. Das war die Wunschsoße und die schmeckt lecker. Also ich finde, das ein leckeres Gericht. Ich fand die Gnocchis wirklich super lecker. Selbst wenn es gekaufte Gnocchis waren, dann war es eine gute Qualität. Ist das nicht wirklich auch klassisch mit Spaghetti? Tomatensauce, Spaghetti, oder? Ich habe einen Piccata Milanese bestellt, habe aber heute noch keins bekommen. Was sollen diese neuen Kreationen? Und wenn, dann muss ich sie halt beschreiben. Alles ist so furchtbar salzig. Aber wie? Alles ist furchtbar salzig. Oh. Aber richtig, oder? Komplett. Ja. Boah. Ich fand es versalzen. Vielleicht ist der Koch sehr verliebt, ich weiß es nicht. Aber nahezu ungenießbar. Pute Zucker anstatt Salz. Ha, auf dem Tellerrand. Das ist was anderes, ne? Man sind Windbeutel, die könnten groß sein. Heidelbeeren ist jetzt auch nichts Neues. Das, was wir heute bekommen haben, war eher traurig und fast eine Unverschämtheit. Das hatte mit dem Dessert nichts zu tun. Der Schuss ging auf jeden Fall nach hinten los. So, servus. Hallo, servus. Grundsätzlich waren so ein paar Sachen nicht in Ordnung. Grundsätzlich glaube ich, dass du schwer verliebt bist. Ich weiß nicht in wen. Das ist meine Meinung. Also du arbeitest mit zu viel Salz. Okay. Die Gerichte waren versalzen, weil ich einfach aufgeregt war. Ist das? Wolltest du den pökeln? Weißt du, oder wolltest du Parmaschinken draus machen? Ja. Das ist wie, weißt du, das ist so brutal salzig. Das hast du gemacht. Super trocken und furchtbar salzig. Furchtbar salzig. Die Gnocchis, die fand ich von der Soße her sehr lecker, waren wieder kräftig, ja, aber ich fand es gut. Ich war wahnsinnig enttäuscht von deinem Piccata Milanese. Jetzt frage ich den Italiener. Spaghetti und Tomatensauce, stimmt das? Ja, stimmt. Warum machst du das nicht?
Weil wir das so, gemacht haben. Also, wer, hat das abgesehen? Maria und ich. Maria, es ist Etikettenschwindel oder es ist unlauter Wettbewerb? Ich würde nie eine Brigata Milanese mit gebratenen Nudeln im Leben machen. Okay, aber ich wollte das so, du bist Koch, du hast gesagt, gut, okay, mach. Das ist so eine Schuldzuweisung, weil nichts besprochen wurde. Es ist halt so, dann, wir haben einen italienischen Macho-Koch und wir haben eine dynamische, italienische, stolze Persönlichkeit. So, das ist klar, dass da Reibungsfläche entsteht. Aber wenn wir die Hitze einfach nützen würde für vernünftiges Kochen, wäre es besser. Wer steht wo, wer schafft hier an? Also eigentlich bist du der Chef, ja? Du schaffst an. So, du lässt nichts zu, du horchst dich auf sie. Ist es so? Also bei mir im Betrieb ist es so, ich bin der Chef. Wenn ich was sage, wird das gemacht. Das ist beim Andi und bei Mike so. Aber von dir muss eine ordentliche Ansage kommen. Und das... Ja, und keine Emotionen, weißt du, sondern strategisch. Sei froh, dass wir schnell gekommen sind, ja? Weil jetzt kann man die Weiche noch gut stellen. Okay? Wir sehen uns morgen, alte Frische. Bis morgen. Okay. Bis morgen. Tschüss. Alles klar. Ciao. Tschüss. Ciao. Wenn Maria die Ansagen ehrlich rüberbringt, ist das in Ordnung. Mache ich auch. Um einzutauchen, müssen wir einfach mal kochen. Mal gucken, ob du das Zeug dazu hast für eine Chefin. Also dann, wie gesagt, teilen wir uns auf. Du gehörst mir jetzt, ja? Maria? Happy cooking. Okay. Also Giuseppe, ja, ich meine, also gestern hat uns mitunter am meisten gestört, dass das Piccata Milanese also sehr untypisch italienisch war. Ja. Also dann würde ich sagen, ran an die Startlöcher, wir schauen zu, wir wollen eine geile Piccata Milanese. Okay. Stopp, Salz. Salz, ja. Und zwar das Grobe. Weißt du, was mir da auffällt? Ja, ich weiß genau welches. Wir haben ja gestern alles als so salzig empfunden. Wenn du jetzt die andere Seite genauso salzt wie die erste Seite, plus du hast den Parmesan in der Eihülle, ist es versalzen. Ja. Da musst du wirklich aufpassen. Ein bisschen weniger. Ja. Ich habe jetzt ein bisschen Befürchtung, dass eben das Fleisch mit der Parmesanhülle nicht so, wie wir uns das wünschen. Stellt sich die Frage, ob wir schnell eine Scheibe runterschneiden, das machen, wie wir denken, und einfach mit in die Pfanne legen. Was war die Vision hier? Was ist hier passiert? Warum wolltest du den Laden haben? Ja, ich fand den Laden noch sehr schön und ich habe gesehen Potenzial und habe ich gedacht, dann mache ich das. Also war sehr emotional, aus dem Herz, ich habe mich da blitzverliebt, aber das ist ja, weißt du, das reicht halt oft nicht aus. Wenn mir gefällt, dann mache ich einfach, ohne was vielleicht restlich zu überlegen, wie mache ich das. Warum geht der Laden in Duisburg jetzt zum Beispiel? Warum läuft der so gut? Also der Laden in Duisburg habe ich jetzt auch seit 4 Jahren, die habe ich aber auch erarbeiten müssen. Ne? Da habe ich gedacht, schaffe ich auch hier in Mülheim. Was woanders funktioniert, muss da auch nicht funktionieren. So ist es nicht. Ich finde, sie hat zu wenig Fachkenntnis, sie hat sich zu wenig informiert, sie ist zu wenig eingetaucht in ihr eigenes Projekt und steht halt jetzt sehr wackelig da. Also wir haben einfach kein Fundament. Und mit diesem Restaurant, was erwirtschaftest du hier? Nichts. So, da muss man also die Frage stellen, weißt du, da aufs falsche Pferd gesetzt, wissen wir jetzt ja auch, ne? Aber es kann ja nicht sein, dass das ganze Geld, das du hier erwirtschaftest, da wieder landet zum Gegenfinanzieren. Ja klar, habe ich ja das überschätzt. Habe ich mir wirklich einfach vorgestellt. Sie hat sich übernommen, schlichtweg übernommen. Jetzt will sie einfach die Fehler wieder gut machen, gemeinsam mit uns. Das ist ganz gut, das ist auch zu Recht, dass sie rechtzeitig uns geholt hat, weil jetzt kann man auch die Weichen stellen. Also du stellst die Pfanne auf, machst das Öl rein und machst es dann heiß. Richtig. Und wenn das Öl raucht, dann siehst du, so jetzt ist das Öl heiß, oder? Ja, so ungefähr. Das sollte man eigentlich als Koch schon wissen. Erst Pfanne erhitzen, dann Öl reinmachen, dann Gargut reinmachen.
Maria, jetzt sind wir hier auf dem Marktplatz und es ist so ein gutes Treiben ringsum. Wir können alle bei euch sitzen, ne? Aber was ist mit der Maria? Nichts. Man sieht's nicht, ne? Niente. Buongiorno Maria, Maria Nascosta. Ne? Maria Nascosta. Die versteckte Maria. Also euer Restaurant ist versteckt und wenn man so versteckt liegt, ja, dann das muss doch euch auch schon aufgefallen sein, dass das einfach, dass was passieren muss. Ja. Das sind einfach Marktanalysen. Man muss einfach schauen, wo stehe ich genau, wo befinde ich mich, was ist um mich rum, was ist an Konkurrenz da. Es ist schon also viel näher an einem Piccata Milanese wie gestern. Absolut. Die Piccata Milanese war deutlich besser wie gestern. Man hat jetzt auch mal was von dem Parmesan geschmeckt. So, du hast ja auch gesagt, du kannst dir die Haute Cuisine vorstellen, die gehobene Küche. Mhm. Ja, das traust du dir zu? Ja. Und wenn ich mir jetzt so das da vorstelle und wenn ich mir jetzt so dein Gericht vorstelle, was meinst du, ja, was ich da denke? Kantine. Von der Optik her gefällt mir das sehr gut, aber vom Geschmack her nicht. Ich schmecke nicht den Parmesan ab. Jetzt muss ich mich natürlich auch wehren. Ja, das sicher. Darfst du auch immer. Wenn du jetzt mal das wieder daneben isst, dann schmeckt das sogar verbraten und verbrannt. Gezogen, ja. Verbraten, ich kann sagen. Aber schlecht finde ich das nicht. Also grundsätzlich kann ich damit leben, wenn man einfach Rückgrat hat und wenn man was sagt, okay? Aber du lässt auch nicht zu und lenkst, glaube ich, nicht ein. Nur einfach, damit Ruhe ist. Ja, man hat immer was dagegen zu setzen. Und das ist eigentlich das, wo ich sage, also das ist dann einfach nervig. Fakten, Fakten, Fakten. Ja. Man merkt auch, dass er Koch ist, aber so, also für das Gehobene, ja, also da fehlt es noch bei weitem. Ja. Also Fakt ist, Maria sieht jetzt ein, dass sie sich zu weit aus dem Fenster gewagt hat. Aber sie ist bereit mitzumachen, sie sieht einfach die ganzen Fehler ein und sie will sie verbessern. Also das war ein konstruktives Gespräch. Ist halt nur die Frage, was machen wir jetzt? Wir müssen uns eigentlich Gedanken machen über Marketingmaßnahmen draußen. Über den morgigen Tag. Ja. Also liegt jetzt nur noch an unseren Ideen und vielleicht noch ein paar aufbauende Worte für morgen. Und ja, morgen genau. Ist dann richtig Vollgas ja. Angesagt. Ja, genau. Wir glauben an dich, dass du gut kochen kannst, auch für dich, wir glauben schon dran. Aber eine gewisse Selbstüberschätzung ist halt vorhanden. Ich meine, man merkt, du bist ein gelernter Koch, ja? Und auf dem kann man einfach super aufbauen. Mach bitte für 60 Personen Tiramisu. Und den Rest, den werden wir jetzt gemeinsam ausbalden genau. Wollen. Okay, ja. Morgen. Ciao. Danke. Tiramisu ciao. Machen, okay? Ja. Okay, ciao. Ciao. Schönen guten Morgen, buongiorno Maria, buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Also mich interessiert natürlich die Aufgabe, die wir dir gegeben haben. Wie schaut's aus mit dem Tiramisu? Habe ich gemacht, den Tiramisu, heute Morgen. Jawohl, sehr gut. Wir haben ein paar Säulen gesucht, auf denen man eine Geschäftsbasis aufbauen kann. Wir dachten, italienische Delikatessen, so eine Art Feinkost, das aber nicht zu hochpreisig hier genau. Noch mit anzubieten. Abends aber klein, aber fein, nicht mehr 30 Gerichte, vielleicht sondern 5 oder 6. Und mittags gehen wir mit Pasta und Pizza ans Werk und wollen damit Geld verdienen. Ja? Freue ich mich total. Es ist heute für mich ein großer Tag. Und wir machen zur Vorspeise drüben in einem kleinen Restaurant. Den machen wir gebackene Avocado mit einem schönen Mozzarella. Dazu Tomaten, Kapernsalsa, Olivenpesto. Im Hauptgang machen wir Bolito Misto. Das aber so ein bisschen. Also wir machen es nicht so als Eintopf, wir machen es so ein bisschen gehobener. Wir werden ein schönes Kürbisrisotto machen, wir werden mit Steinpilzen arbeiten, geschmortes Kalbsfleisch dazu, Parmesanleib auf jeden Fall, so ein bisschen schöpfen mit dem Treviso drin. Und das Tiramisu, ja, das du als Aufgabe gemacht hast, ja, das gibt's. Dann draußen. Viele Gerichte kannte ich nicht und ich finde es sehr gut, dass ich davon auch noch was lernen kann. Was macht ihr zwei jetzt? Ihr brennt jetzt durch mit dem Wagen. Genau, wir brennen jetzt durch. Wir brennen durch. Wir gehen jetzt mit diesem Fass, da haben wir nämlich Rollen untergebracht, ja? Und dann machen wir eine Marketingaktion. Es
schmeckt super, klar. Da würden wir uns was bestellen in der Mittagspause auf jeden Fall. Super, kann man nur empfehlen. Kommt Salz noch schon? Gut, Salz musst du aufpassen, weil das ist ja dein Lieblingsgewürz, ja? Ja, Salz ist dein Lieblingsgewürz, ja? Cool, alles klar. Salz nicht so viel. So schmeckt auch alles gleich. Du hast 20 Portionen. 20 Portionen schmecken gleich, weil jetzt alles gleichmäßig mariniert ist. Also das Schöne ist, wenn man einen festen Bestandteil reingibt, also eine Zwiebel oder sowas, ja, in diesem Fall, dann löst sich das Karamell sofort vom Boden. Also ich finde den gar nicht schlecht. Ich mag es gerne ein bisschen cremiger. Ich würde fast sagen, dir ist die Creme oben ausgegangen, stimmt's? Ja. Es war zu wenig Creme, es war zwar ordentlich getunkt, aber da gehört halt was drauf. Also es war sehr, sehr lecker. Ich komme bestimmt gerne noch mal her. Das Ambiente gefällt mir sehr gut. Grund unseres Aufschlags war, Maria hat angerufen. Sie hat mir nach kurzer Zeit schon festgestellt, dass hier irgendwas im Argen ist. Es läuft nicht rund. Und ich muss sagen, Maria, ich glaube, es hat sich gelohnt, uns zu rufen, oder? Ist das so? Auf jeden Fall. Ich bin froh, dass ich das getan habe. Habe ich jetzt viel Kraft bekommen und viele Ideen und versuche ich auf jeden Fall weiter. Giuseppe, ein stolzer Italiener. Er hat sich 3 Tage jetzt echt viel gefallen lassen müssen. Er hat Gas gegeben, er ist ein guter Koch. Hut ab, Giuseppe. Bisschen noch an die Arbeiten. Es ist noch nicht alles okay. Okay. Und hör auf die Chefin. Hör auf die Chefin. Okay, Applaus. Ihr seid gecheckt, ihr seid von Herzen gecheckt, ihr wart von Anfang an sympathisch. Sie haben es verdient, ja, und jetzt könnt ihr mal ordentlich applaudieren. Ja. Wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, um hier Dinge zu ändern. Es ist gefragt, dass sie einfach Gas geben jetzt, dass sie dann glauben und es Tag für Tag umsetzen.